Ich zeige euch, wie ihr euch ganz einfach so einen coolen Texturpinsel machen könnt. Geht einfach auf unsplash.com, gebt da den Begriff Concrete, also Beton ein, könnt ihr verschiedene Bilder auswählen. Ich habe mich jetzt für das hier entschieden, das ladet ihr euch einfach runter. Im Procreate macht euch dann eine quadratische Leinwand auf und fügt euch das eben runtergeladene Betonfoto einfach hinzu. Dann müsst ihr das Ganze auch noch so verschieben, dass die komplette quadratische Leinwand befüllt ist. Anschließend geht ihr auf den Zauberstab und setzt die Sättigung komplett runter, sodass es einfach nur schwarz-weiß ist. Dann könnt ihr noch auf Kurven gehen und durch das verschiedene Kurve nach unten den Kontrast ändern. Voila! Anschließend tippt ihr auf die Ebene auf Kopieren, dann geht ihr in die Pinsel, auf das Plus, um euch einen neuen Pinsel zu erstellen, in die Form, Formquelle, da auf Importieren und in die Quellbibliothek. Und da könnt ihr euch beispielsweise diese coole Softbrush auswählen, tippt auf Fertig, dann geht ihr in die Körnung rein, Kornquelle, Importieren, Einfügen, voila, da ist eure eben kopierte Körnung. Könnt ihr die Größe noch was größer machen und fertig ist euer toller Pinsel.